So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge hier mit Elden Ring. Wir sind hier nochmal in so einem, ja, Geheimbereich. Ist ja nicht gerade, ist ja unter freiem Himmel. Also, wir sind von dem Drachen oben runtergedroppt, der bei Rani da rumgeistert. Und ich habe so den Verdacht, dass man, dass ich noch irgendwas übersehen habe, dass man da unten runter kann. Aber ich glaube, wir hinterlassen gleich einen ziemlich toten roten Fleck. Na gut, aber wir probieren es einfach mal aus, ob man hier drunten kann, oder? Na, ist es zu hoch, oder? Nee, geht. Okay. Dann ist ja aber die Frage, da muss man doch irgendwie reinkommen. Da muss doch irgendwie ein Geheimgang oder sowas sein. Es kann doch nicht angehen, dass man immer da diese seltsamen Wege außen rum nehmen muss. Die Wand leuchtet doch auch schon so. Was habe ich doch verpeilt hier? Ich verstehe es nicht. Wofür ist dieser Bereich dann? Kann ich da über die Mauer hüpfen und dann da lang? Das ist doch Selbstmord. Und zurück kann man ja dann auch nicht. Also irgendwas stimmt doch hier noch nicht. Warum gibt es diesen Bereich? Da hinten leuchtet was. Steht bestimmt auch leider nur Sackgasse oder sowas. Ah, da steht wirklich Sackgasse. Schade. Was war das denn? Das. Okay. Ich dachte, ich hätte da eine Leiter gesehen. Ich halluziniere, oder war die auf der anderen Seite? Vielleicht war es auch ein anderes Gebäude. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier richtig runterkommen. Ach, das hatten wir unten gesehen, ja. Ein schlummerndes Ei. Das ist eine Zutat, oder? Ach, bleib doch mal stehen, Junge. Ah, für Schlaftränke, ne? Was ist das? Nee, doch. Auch nicht. Oh, ich muss mal wieder Schmetterlinge besorgen. Ich habe nur noch 30. Aber wie konnte ich das so falsch erinnern? Ich dachte, da wäre. Oh. Die hasse ich ja, die Dinger. Kann ich den von oben erschießen? Wahrscheinlich kann ich den nicht erfassen, ne? Mann, diese 3D-Modelle hier sind wirklich. Ah, was soll das denn? Ach komm, muss man. Nur weil man dahin muss. Okay. Ganz toll. So. Jetzt gucken wir nochmal sicherheitshalber, ob man da springen muss. Was soll denn das? Das ist doch Bullshit wieder. Ach komm, ey. Wo sind die jetzt hin? Und das kommt jetzt ein wenig überraschend.
findet er jetzt einen anderen Weg zu uns hoch, oder was? Oh Mann, ey. Das ist ja wieder eine Nummer, ey. Ist er da runtergefallen? Das ist er auch. Achso, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Achso. Oh, ein Steinschutzschlüssel. Das ist gut. Es werde Sackgassen. Naja. Aber Steinschwertschlüssel ist doch gut. Achso, alles ist voll, deswegen. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Oh nein, jetzt sind wir wieder außen. Achso, das Ding ist ja abgestellt, ne? Diese... ja, wie soll man es nennen? Artillerie-Barrage. Okay, irgendwie ist da aber noch was seltsam dran. Die andere Seite des Dachs, vielleicht muss man da nochmal droppen. Das ist sehr merkwürdig. Ja, und wir haben ja... Seluvius. Ich kann mir den Namen vom Präzeptor nicht merken. Aber Monsieur le Präzeptor hat uns einen Trank für Nefele gegeben und ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich Nefele geben möchte, ehrlich gesagt. Weil es scheint mir doch ein ganz schöner Arsch zu sein. Verstehe nicht. Irgendwie fehlt hier noch was. Ja, nee, also irgendwie. Gut, da draußen waren wir jetzt ja lang. Dann ist da wohl nichts mehr. Wir können noch einmal von oben gucken gehen. Dann müssen wir allerdings von hier wieder starten. Ja, also wir suchen einen Zugang zu Nokron, zur Stadt. In Sofia unten haben wir schon gesehen, dass es einen Weg, also eine Stadt oberhalb von Sofia gibt, unten im Brunnen. Aber wie man da hinkommt, das ist jetzt das Rätsel. Ach, jetzt sind die dusseligen Wölfe ja wieder da. Also das ist ja echt ein Ort, um Wölfe hinzupacken. Nerv. Wo ist er denn? Die Frage ist ja auch so ein bisschen, müssen wir uns wirklich mit dem Drachen jetzt anlegen? Warum? Und packen wir das alleine? Ist ja die nächste Frage. Ich habe da so meine Zweifel.
Die Frage ist, was ist auf der anderen Seite des Dachs? Also ist da was auf der anderen Seite des Dachs? Oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich meine, da ist doch auch was, oder nicht? Da ist doch ein Vordach. Ach nee, das ist das Ende von dem, wo wir waren. Ich gehe nochmal runter und gucke die andere Seite an. Vielleicht kann man da auch nochmal droppen. Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall noch ein Dach. Und jetzt nicht zu eifrig werden. Das wäre schon fast wieder ein Schritt zu weit geworden. Nimmt man dann Schaden. Also hier drunter ist jedenfalls ein. Doch, da ist die Sackgasse, stimmt. Das Karia-Anwesen. So, und jetzt bleibt ja eigentlich nur die Frage. Ach, hier kommen wir nicht hoch, ne? Ach. Ist da auf dem Dach irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Das macht ja auch keinen Sinn, wenn man da keine Leiter hat und den einen Geheimgang hätte. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Dieses Dach mal nicht. Ja, diese Ekelhände, ey. Okay, probieren wir es einfach aus. Das ist ja der Raum vorne, da muss ich ja nicht runterhüpfen. Und hier ist außen auch nichts. Und hier? Nee. Na. Ah. Hätte da sein können. Gut, dann ist ja die Frage, was machen wir jetzt mit dem Drachen? Wollen wir es mal probieren oder ist das genau das Falsche? Soll man den armen alten Drachen gar nicht killen? Ist der Drache ein guter? Und vor allem das hier haben wir auch. Renners zweiten Turm haben wir ja auch noch nicht. Ach, das ist Renners Turm und nicht Rannis. Okay. Ich glaube ja auch immer noch, Melina ist irgendwie das Spiegelbild von Ranni. Sie hat auch ein zusammengekniffenes Auge, aber das andere. Und sie hat auch vier Arme. Also insofern wurde eine verstoßene Schwester oder sowas. Wir müssen sowieso hier hinten lang. Ne? Hier unten war ja so ein Teich noch, wo ich mich immer nicht ranwag an diese Unsichtbaren, die man nur an den Fußspuren erkennt. Aber gut, vielleicht. Vielleicht sollten wir uns einfach mal ranbauen. Nur bin ich jetzt ein bisschen, stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, was wir jetzt in Sjofra machen sollen, damit wir diesen Weg nach oben finden. Wir hatten ja den, ich habe jetzt vergessen, was es war, vor zwei Folgen, diesen Riesen zu Fall gebracht, den großen Gegner. Aber dadurch hat sich leider auch kein Tor aufgetan. Oh, natürlich. Ein anstrengender Tag Gartenarbeit heute. Das wächst alles wie der Teufel. Ach, kann man nicht auch irgendwie an der Seite vorbei? Muss man jedes Mal wieder diese Wölfe killen? Das ist ja nervig. Obwohl, jetzt wäre es wahrscheinlich ganz gut, weil wir jetzt ja kämpfen wollen, ne? Nicht, dass die dann auch noch eingreifen. Ach.
Habe ich wieder nicht nachgedacht, entschuldigt. Denn da ist ja der lustige Drache. Warum man jedes Mal diese armen Drachen, armen Wölfe töten muss, das ist doch gemein. So, die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie nähert man sich dem an? Und eine Frage, es gibt es nicht irgendwo eine bessere Gnade, als immer wieder diese Wölfe zu killen? Was ist da unten noch? Bei Ruinen. Der sieht einen aber gut, gell? Oh, der macht alles kaputt. Und der ist sehr entgegengekommen, kann das sein? Der nötigt mir aber Respekt ab hier, der Junge. Scheiße. Oh, der kann Kristallzauber, oder? Wie der sich verhält, ist schon gespenstisch. Nur am Kopf eine verwundbare Zone oder was? Nee. Was war das? Cent. Wo ist er jetzt? Unsichtbar kann er die auch noch machen oder teleportieren oder was? Hat er sich zurückgesetzt? Was ist denn jetzt passiert? Noch mal. Jetzt weg. Aber nicht kurz genug, leider. Oh nein, jetzt macht er wieder Rotz, ne, oder? Wo ist er denn jetzt? Hä? Was? Warum ist er jetzt weg? Was? Was? Wie? Was? Ach, das ist so wie mit Media. Ah, okay. Aber irgendjemand hatte doch vorher noch auf mich geschossen. War das hier auch Saluvius oder wie der da heißt? Oder war hier wieder ein Geist? Wo ist der verfluchte Drache hin? Das gibt's doch nicht. Man hier um die Früchte der eigenen Arbeit gebracht, oder was? Oder hat er sich wieder unsichtbar gemacht? Oder wie beim ersten Drachen, wie hieß der? Agadir? Nee, keine Ahnung. Ach, guck mal einer an. Du Sau, hast du auf mich geschossen, oder nicht? Also auf jeden Fall haben da so einige auf mich geschossen. Nein, ich meinte, der erste Drache, falls ihr das noch erinnert, das ist ja schon Ewigkeiten her, hat sich ja an der Klippe festgeklebt und da schien das Skript dann irgendwie zu versagen.
Das finde ich halt auch. Bei den Kämpfen, Elden Ring fühlt sich nicht so perfektionistisch an, oder? Ich will doch mal. Ich will sagen, die Kämpfe sind zwar cool, aber sie wirken sich nicht so wirken nicht so ausgeklügelt wie bei Dark Souls zum Beispiel da hinten. Das ist doch eine Kriegsasche, oder nicht? Entschuldigung, irgendwas habe ich gerade im Hals. Das kann doch nicht der einzige Unsichtbare hier gewesen sein. In dem anderen Anwesen, in dem alten Karia-Anwesen. Unten. Also. Wo war es noch? Hier und hier ungefähr, ne? Ja. Da waren ja auch eine ganze Menge unterwegs. Und hier ist nur einer. Oh. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Da hat mir irgendwas hinten in den Hals gekrümmelt. Oder ich werde zur Belohnung für die Gartenarbeit jetzt krank. Aber hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Das ist doch nicht alles. Und die Frage ist halt auch echt, wo ist der Drache jetzt hin? Kann man das sehen? Nee. Oder ist er jetzt zum Turm hoch oder so? Er ist ja nicht so leicht zu übersehen, oder? Okay, aber der Kampf gegen ihn war ja ganz okay eigentlich. Hier kann man ein bisschen goldene Runen tanken. Und Schimmersteinkäfer. Glühwurm. Schon. Na, noch mehr Geheimnisse wird es ja nicht geben, ne? Oder? Ja. Finde ich immer die Momente schön, wenn man sowas entdeckt, aber dann würden ja im Online-Modus hier auch schon Nachrichten kleben wahrscheinlich. Ja, Rätsel über Rätsel. Wo ist der Drache hin? Was für Material? Ah, oh, guck mal. Das zeige ich mal so. Und das Unangenehme ist ja auch die Frage, wann droppt der wieder auf meinen Kopf? Oder haben wir sozusagen jetzt verschissen? Also ist damit. Kickt er den Kopf, Totenkopf darum? Habt ihr das gesehen? Immer noch kein Wach? Ach man. Immer noch kein Rumpf? Was soll das bedeuten? Vom Drachen oder was? Es könnte ja auch sein, dass hier noch irgendwo ein Eingang ist. In Katakomben, Kerker, wie auch immer. Deswegen eier ich hier so lange rum. Bevor es dann hinterher wieder heißt, ich übersehe ständig Sachen. Das ist alles sehr merkwürdig. Wie Drache voraus. Ach so, falsche Richtung.
der wird uns schon wieder heimsuchen. Okay, aber die Tür ist immer noch zu. Aktuell fest verschlossen. Extrablatt, aktuell fest verschlossen. Ja gut, hier ist auf jeden Fall kein Wache. Vielleicht muss man ja in den Turm auch wieder anders rein. Ne? So hier Jump'n'Run mäßig oder was? Ich dachte, da wäre die Klippe dahinter. Nee. Ich habe doch schon mit Renner gesprochen. Ich suche auch immer noch von ihrem Gemahl das Geheimnis. Ja, das ist ein überraschendes Ende dieses Kampfes, den ich mir vorgenommen hatte. Also vorläufiges Ende. Was war das? Habe ich da drin etwas zerstört? Oder man muss da mit Schimmerstein drauf schießen. Ein überraschendes Ende dieser Folge. Ich dachte, ich könnte euch einen guten Kampf liefern. Also, vielleicht habe ich ja in euren Augen auch einen halbwegs guten Kampf abgeliefert, aber das war nicht das, was ich wollte. Gut, dann bleibt schön neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann müssen wir mal hinter das Karianwesen gucken. Vielleicht droppt der Drache dann ja doch nochmal wieder auf uns. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, beim Sumpf, wo wir Nephili gesehen haben, beim Sumpf ist noch irgendein Aufgang und Gegenstand verborgen. Das müsste ich halt auch nochmal machen. Ich weiß noch nicht, was es mit Sjofra jetzt auf sich hat und dem Eingang. Oh, jetzt hat er wieder die Drift der Kontrolle. Das gibt's noch nicht. Das, seht ihr? Das hört einfach nicht auf. Und bleibt einfach nicht stehen. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann wird mich der Drift umbringen. Ich sag euch das. Bleibt schön neugierig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Gut, ciao.